Die Vorfreude auf die Champions League ist natürlich riesig. Das erste Spiel jetzt nach langer Zeit wieder zu Hause vor ausverkaufter Kulisse. Nach zwei Niederlagen am Anfang haben wir dann eine tolle Serie gestartet. Wir waren mega happy, als wir es dann geschafft haben in Warschau gegen Donetsk. Wir haben Real Madrid zu Hause geschlagen. Ich glaube, es ist ein Privileg, dort spielen zu dürfen. Ich hatte die Ehre, das Ding schon mal gewinnen zu dürfen. Ich glaube, es ist was ganz Besonderes, diesen Henkelpott am Ende in die Luft heben zu dürfen. Ich habe nie damit gerechnet, mal Champions League zu spielen. War natürlich immer ein großer Traum. Jetzt darf ich spielen, nicht nur Gruppenphase, sondern Achtelfinale. Und dass dann so ein Gegner direkt auf uns zukommt, ist natürlich umso schöner. Ja, Champions League messen sich einfach die Besten gegeneinander. Und es ist Top-Qualität auf dem Platz. Man muss selber Top-Qualität auf den Platz bringen, um eine Runde weiterzukommen, um was zu erreichen. Und dafür brennen wir. Für jeden Fußballer auf der ganzen Welt ist das irgendwann mal der Traum, die zu hören, einzulaufen. Und genauso genieße ich die Hymne auch immer bei jedem Spiel. Dann, wenn die Hymne kam, einfach nur gelacht, die Augen zu und einfach genossen. Gänsehaut definitiv. Anders ist das nicht zu beschreiben. Ja, Manchester City ist auf jeder Position Weltklasse. Wir haben einen Weltklasse-Trainer mit Guardiola. Wir werden alles reinhauen. Wir werden versuchen, an unser Leistungsoptimum zu kommen und versuchen auch, eine Top-Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Ich glaube, wir haben mit Real Madrid dieses Jahr schon gezeigt, dass wir den amtierenden Titelverteidiger besiegen können. Und ich habe meine Erfahrung mit City in der Champions League gehabt. Bisher nur gute und ich hoffe, dass sie so weitergehen. Aber wir wollen ihnen schön die Show stehlen. Wir wollen zeigen, was wir können. Wir sind auch eine brutale Mannschaft und genauso werden wir es angehen. Ausverkaufte Red Bull Arena, gute Stimmung. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Wir haben es mehrfach erlebt schon diese Saison, was wir dort für eine Energie gemeinsam erzeugen können, Fans und Mannschaft. Wir mit einem guten Spiel, die Jungs und Mädels draußen mit einem Top-Support. Ja, es ist einfach überragend, es ist ein sehr geiles Gefühl. Ich denke, mehr geht nicht. Natürlich noch mit einem Sieg, mit den Fans im Rücken. Lasst uns gemeinsam 90 Minuten Feuerwerk abbrennen, eine super Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen und City zeigen, wie stark wir sind.